Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Path of Exile Akt 2. Zum zweiten Akt schauen wir mal, was der bereithält. Natürlich alles blind und ich mache weiter mit meinem Magic Man, mit meiner Hexe. Oha, das ist ein neues Gebiet hier. Wegpunkt. Schön. Richtig viele neue Aufgaben. Alles annehmen. Alter, okay, krass. Das Wald lag hin wie ein Lager am Wald. Alles gut überstanden. Ja, ich war erst krank, übertrieben krank, also wirklich mit Gelenkschmerzen und so. Als ich hier den ersten Teil von Path of Exile aufgenommen habe, da war noch ein guter Tag. Der Tag danach war schon scheiße. Das Ganze ging bis nach Weihnachten. Gestern hatte ich ja Geburtstag. Und heute ist der erste Tag, wo nichts ist, wo ich gesund bin und wieder reinstarten kann. Also ich war echt lange außer Gefecht gesetzt mit der Krankheit. Dann Weihnachten, ein Geburtstag, aber jetzt geht's wieder rein. So, Abfahrt. So, reist nach die Höhle. Gehe ich jetzt nochmal in den Finsterwald? Nee, irgendwie gibt mir das nichts. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können die Leute mal in den Kommentaren schreiben, was das mit diesem Finsterwald auf sich hat. Weil, oha! Nice! Wer bist du denn? Elektro gegen Stein ist natürlich sehr schlecht. Kennen wir schon von Pokémon. Er rollt einfach über mich drüber. Sieht echt cool aus. Eisenschuppen-Panzerhandschuhe. Wieso ist das hier alles? Was ist das hier? Flammenbiest. Wieder steht Chaos und Verkümmern. Ah! Okay, die Billow-Gegner waren easy. Yes. Ich bin echt stark, ne? Flüsternde Essenz des Hasses. Tötet einen Gegner, der eine Essenz in sich trägt. Was ist denn eine Essenz? Ich weiß gar nicht, ob man irgendwie Bewegungsgeschwindigkeit skillen kann, dass man ein bisschen schneller unterwegs ist. Wie bei Diablo. Bild erstmal Level Up. Färbungssphäre. Ich gehe einfach weiter nach oben. Bin ich early. Nochmal 10 Intelligenz. Oder ich gehe dann hier runter. Das macht doch Sinn. Dann kriege ich Leben. Ja, das mache ich. Das ist clever. Ja, ja, ich gehe dann runter. Perfekt. Oh, Tresor. Level up. Oh mein Gott. Ich dachte schon Paarungsring. Stiefel. Junge. Jetzt weiß ich, was ihr meintet mit Lootfilter. Katrin helfen, Katrin töten. Oh. Tyler, was mache ich? Wenn ihr Katrin tötet, könnt ihr euch nicht mehr anderweitig entscheiden. Helft ihm, dann erhaltet ihr dauerhaft. Angriffsgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit. Alle töten. Kraten. Ah, guck mal, was Grünes. Was Grünes. Let's go. Ein Schwert. Wieso denn ein fucking Schwert? Er fordert eine Identifikationsrolle. Auch habe ich keine. Ah, hier. Strahlt dieses Artefakt auch stärker aus, so ist es doch nur teils Größe und Rätsels. Ach man, damit kann ich gar nichts machen. Ich dachte, ich könnte das irgendwie anziehen. Schade. Ah, Quest-Items sind grün. Okay, ich dachte, grün wäre krass wie bei Diablo. Oark. Ah, töten wieder. Den musst du machen, Bandit töten. Oarks Amulett. Hab ich. Hab alle. Reis nach Waldlager. Ich finde es schade, dass man keine Schadenzahlen sieht. Das würde nämlich mir ein bisschen zeigen, ob ich stärker werde oder nicht. Weil ich meine, ich merke es, weil die Gegner schneller umfallen, aber so, dann wird man es nochmal hundertprozentig sehen. Das mit den vielen Sackgassen nervt mich. Wenn das nicht wäre, hätte ich echt noch mehr Spaß. Aber guck mal, ist hier eine fette Sackgasse. Die Sackgassen gefallen mir nicht. Da ist das schon jetzt das Dungeon-Design von Diablo 4 besser. Meiner Meinung nach.
natürlich immer alles eine Geschmackssache, aber das Dungeon-Design rein von dem Pathing, weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, finde ich bei Diablo 4 besser. Alter, was denn das schon wieder für Schaden aus dem Nix? Sobald da mal so 4-5 Gegner auf dich einschlagen, dann tut's weh. So einen alleine tank ich easy weg. Sobald es mehrere werden, wird's schwierig. Level up. Aha, Ausrufezeichen. Ich bin richtig. Uraltes Siegel. Zeig Jena die Spitze. Hab ich doch. Sprecht mit Helena in eurem Versteck. Mein eigenes Versteck ist das jetzt. Geil. Mit einem Wegpunkt. Mit der Werkbank. Was das denn? Versteck wählen? Okay. Gegenstände verkaufen. Bleibt jetzt immer da? Ich will bestimmt nach oben, ne? Aber geil! Ich habe jetzt mein Versteck. Chillig. Soll ich irgendwas tun? Passiert hier jetzt noch irgendwas? Bist du ein Boss? Bist du ein Gegner? Ja, bist du. Wahlüberseele. One-Hit! What the fuck? Weil immerhin hat er das immer noch. Also das ist ja einerseits natürlich easy. Andererseits denke ich mir, was soll das? Also der hat ja immer noch das gleiche Leben. Glaube, da muss ich einfach ausweichen. Haben wir jetzt. Ah, easy. A New Dawn. Hehe. Nice. Herausforderungsteil abgeschlossen. Akt Wegelagerer 1. Akt 2 abgeschlossen. Findet den Ausgang zu Akt 3. Bestimmt hier. Die Stadt Sarn. Das war Akt 2. Hat etwas länger gedauert als Akt 1. Tatsächlich. Aber. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal sehr viel besser klargekommen als vorher bei Akt 1. Chillig. Wegpunkt ist auch schon aktiviert. Wo sind wir hier? Oh, guck mal, wie cool das aussieht. Jetzt sind wir hier in die Stadt Sarn. Ja, chillig. Vielleicht machen wir hier nochmal weiter. Lasst gerne ein Follow auf dem Kanal da. Ein Like auf dem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.